Oh nee, schon wieder Post vom Finanzamt. Warte, die Steuer habe ich nicht bezahlt. Die Steuer habe ich nicht bezahlt. Ich habe Schulden? Oh Scheiße. Ich kann mir keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Und Daniel Granger hat die Verpflichtungen und den Stress des Erwachsenenlebens für sich entdeckt. Genau, schön an seinem Tisch sitzen und Rechnungen durchforsten, Steuerbescheide und ja, nicht nur, dass wir eventuell unsere Wohnung verlieren und unseren Job und eigentlich alles, weil irgendwie haben wir in den letzten Folgen sämtliche Kündigungen angedroht bekommen, die es überhaupt zu vergeben gibt. Nein, jetzt haben wir auch noch das Finanzamt an der Backe. Also da kann man sich definitiv, da kann man einfach mal klatschen, Leute. Jetzt klatscht mal in den Kommentaren, damit mehr Klatsch-Emojis im Kommentarbereich sind als AI-Bots, die Sexnachrichten reinschreiben. Wobei, die schreiben ja keine Sexnachrichten, aber die haben so zweideutige Accounts und das sind Bots und die mag ich nicht. Und ich hoffe, dass da mehr echte Menschen drin sind. Deswegen, Leute, schreibt mir was in die Kommentare, ich würde mich riesig freuen. So, wir werden jetzt aber erstmal weiter in die Folge reinzwitschern. Nämlich haben wir trotz der ganzen Steuerbescheide auch noch einige andere Aufgaben zu erledigen. Und aktuell in der Hauptstory steht Folgendes an. Achso, warte, ich muss erstmal meine Wohnung verlassen. Was ist das? Ein Abenteuer aus deiner Vergangenheit? Eine Drachen... Nee, kein Bock. Ja, genau so, da sind wir, Leute. Wir sind in Band 1, Kapitel 5 und müssen jetzt zurück an die Arbeit gehen. Klingt spannend? Nee, aber trotzdem machen wir das jetzt. Deswegen, Leute, ab dafür. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich mich nochmal für das ganze Feedback der, ja, für euch nicht letzten Folge, weil ich produziere ja immer ein bisschen vor, aber ich habe ja eine Folge gebracht mit dem Titel Hogwarts Mystery wird sich ändern, wo ich so ein bisschen meine Pläne geäußert habe mit 3 Folgen die Woche und nur noch Hauptstory und kürzere Folgen. Und da habe ich super viel liebe Kommentare bekommen und vor allem auch Verständnis für meine Idee und dass ihr das Ganze gut findet. Das hat mich persönlich sehr gefreut, deswegen nochmal ein fingergeformtes Herz an alle, die mir da Feedback gegeben haben. Das hat mir sehr, sehr weitergeholfen in der Frage. Und ja, das wollte ich einfach nochmal loswerden. So, nein, Dingsbums, wie heißt du nochmal? Diego, ich komme nicht zum Drachenclub, ich bin ausgelastet genug. So, wir gehen jetzt in dieses ominöse kleine Gässchen. Das macht mir irgendwie mehr Angst als die Nocturngasse. Wow. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Oh, gruselig, Leute. Das ist ja so ein richtiges Drogendealer-Gässchen. Ja. Braucht mich nicht wundern, wenn ich gleich aus irgendeiner Ecke Heroin und Koks angeboten bekomme. Hallo? Hallo? Oh, nee, Alter. Was macht der Fritze denn hier? Lacht er mich aus? Bruder, lachst du mich aus? Was? Was ist denn da so lustig, Callum? Tut mir leid. Wenn ich diesen Affen sehe, muss ich einfach lachen. Du musst lachen? Was ist denn so lustig an diesem Spielzeug, Schimpansen? Ja, erklär... Wow, das scheint keine lange Konversation gewesen zu sein. 3 Stunden Ahoi, Leute. Gut, dann lassen wir uns von diesem Depp mal erklären, was an dem Spielzeug Schimpansen so lustig ist. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Noch einmal warten. Und dann nochmal notieren. Und wir haben die Aufgabe gemeistert. Und kriegen sogar noch eine Bonus-Schokofrosch-Karte. Sehr geil, Leute. Einsammeln. Warum weißt du so viel über den Spielzeug-Schimpansen? Woher weißt du, dass er viele Karrieren zerstört hat? Ich weiß es, weil der Spielzeug-Schimpanse auch mein erster Fall war. Und warum hat er deine Karriere nicht zerstört? Da hätten wir alle was von. Was für ein Zufall, dass wir denselben Fall bekommen haben. Sind die Aufgaben etwa wirklich zufällig? Ich habe Flump nicht geglaubt, als er mir das gesagt hat. Glaubst du wirklich, Flump interessiert sich für die Einzelheiten? Er zieht die Aufgaben einfach nur aus seinem Hut. Naja, wenn er viele Karrieren zerstört hat und du immer noch hier bist... Dum, 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 dum. Heißt das ja eigentlich, dass du schlau bist, aber das kann ich nicht so wirklich glauben. Dann bedeutet das, dass du den Fall gelöst hast. Genau, das auch. Brudi, erzähl mal. Gib mal hier ein bisschen Tee ab. Natürlich habe ich den Fall des Spielzeugschimpansen gelöst, Daniel. Loben, zweifeln, verspotten.
Ja, ich glaube, ich wäre auch bei Verspotten geblieben. Naja, Vogel, es kann nicht so schwierig gewesen sein, wenn du es geschafft hast, den Fall zu lösen. Oh, der Grünschnabel hat Humor. Ja, immerhin wird es so anerkannt. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit dir. Seit wann ist der denn nett zu mir? Natürlich nur, wenn du es schaffst, diesen Fall zu lösen. Danke für dein Vertrauen, Callum. Gibt es irgendetwas, das du mir über den Spielzeugschimpansen erzählen kannst? Nein, ich kann dir nicht viel erzählen. Schon in Ordnung. Möglicherweise hast du mir etwas noch Wertvolleres gegeben. Ist das so? Du hast den Fall gelöst. Das bedeutet, dass er lösbar ist und dass noch Hoffnung für mich besteht. Vor allem, wenn er das gelöst hat, Leute. Ich bin Daniel fucking Granger. Ich habe die ganze Welt gerettet. Ich bin ein verdammter Held. Ja, und mit mir geht's langsam auch so ein bisschen durch. Aber ja, dann wird das ja kein Problem werden, oder? Ja, sehe ich auch so. Ich habe meinem Hauslehrer gesagt, Leute, es ist noch früh morgens, lasst mich in Ruhe, dass ich aufgeben werde, aber jetzt weiß ich, dass dieser Fall lösbar ist. Interessant. Ja, seinem Chef zu sagen, dass man eigentlich aufgeben wollte, ist immer eine gute Sache, Leute, merkt euch das für euer eigenes berufliches Leben. Nicht. Nun, jetzt hast du eine Chance, Flump zu beeindrucken. Natürlich wirst du bei einem Misserfolg gefeuert, aber wenn du es schaffst, bekommst du eine höhere Sicherheitsstufe zugeteilt. Ich bekomme also entweder eine höhere Sicherheitsstufe oder werde gefeuert? Ich darf nicht gefeuert werden. Ich werde nicht gefeuert. Hast du irgendeinen Rat für mich, Callum? Ich kann dir nur Worte der Ermutigung anbieten. Den Fall des Affen zu lösen ist ungefähr so, als wolltest du ein Tier zähmen. Du brauchst jede Menge Geduld. In Hogwarts Mystery Sprache bedeutet das jede Menge Energiepunkte. Nun, ich kenne jemanden, der eine Menge davon versteht, wie man Tiere zähmt. Den obdachlosen und verjunkten Barnaby. Geil. Falls jemand fragt, ich bin in der Abteilung für magische Geschöpfe, um mich mit meinem Freund Barnaby zu treffen. Ja, Leute. Alles klar. Beste Antwort. Eine Sache noch, bevor du gehst, Daniel. Was ist los? Denk nicht zu viel darüber nach. Wow, danke für diesen ominösen Tipp. Wahnsinn. Buddy, Wahnsinn. Ja, Leute, weil die Folge noch nicht so ganz alt ist, würde ich sagen, machen wir noch eine zweite Hauptstory-Aufgabe. Liebe Grüße an Predi, der mir in die Kommentare geschrieben hat, dass ich so weit hinten anstehe, dass ich mir das erlauben kann. Deswegen erlaube ich mir das jetzt auch. Mit Barnaby sprechen. Hast du jetzt Zeit? Ich bin in der Abteilung für magische Geschöpfe. Was? Du hast einen Job bekommen? Bist vom Kokain und vom Heroin weg? Brudi, let's go! So, Leute, dann wollen wir nochmal gerade eben in meine neue Schokofrosch-Karte reingucken. Das mache ich ja jetzt immer in den Folgen. Wir kriegen irgend so eine random Karte. Wer ist denn das nochmal? Magenta Kamstock. Ich lese das gerne mit einem U, lasst mich. Experimentelle Künstlerin, die Augen ihrer Porträts folgen dem Betrachter. Ah, alles klar. Geil. Gut, habe ich die schon? Ich habe die anscheinend schon. Okay, dann war die doch nicht so geil. Okay. Oh, Sternpreise gesammelt? Ja, keine Ahnung, aber nehme ich gerne. Sehr gerne sogar. So, leider nicht alle. Naja. Hä? Da konnte man noch viel mehr sammeln. Oh, geil. Naja, egal. So, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier zu Barnaby. Hallo, Barnaby. Oh, Amos. Lebt dein Sohn noch? Ach ja, ja, klar, der lebt noch 3 Jahre. Hallo. Oh, Daniel. Schön, dich im Ministerium zu sehen. Ja, mein Lieber, deine Zukunft sieht grau und tot aus. So, hey, warst du nicht vorhin erst hier? Du kommst mir bekannt vor. Ja, Alzheimer wird hier anscheinend auch groß geschrieben. Arbeitest du im Ministerium? Ich habe dich noch nie hier gesehen. Ja, weil ich Special Agent bin. Nicht so Abfall wie ihr. Hallöchen, Barnaby! Du hast hier einen Job bekommen, Brudi. Sehr gut. Toi, toi, toi. Oh, siehst aber nicht glücklich aus. Hey, Daniel. Was machst du denn im Ministerium? Ich arbeite in der Zauberei-Zentralverwaltung. Was ist dir über die Leber gelaufen, Barnaby? Du meintest zwar, dass ich mein Heimweh nach einiger Zeit nachlassen würde,
ja, und ich mich besser damit fühlen würde, bei meiner Oma zu wohnen. Und ich liebe meinen Job wirklich, aber ich fühle mich nicht so recht erfüllt. Dabei hätte es funktionieren müssen. Zustimmen, widersprechen. Was hätte funktionieren müssen? Keine Ahnung, ich stimme mal zu. Das sollte man denken, insbesondere auch, weil du bestimmt viele neue Dinge lernst. Warum ist es da nicht so? Ich denke ständig nur daran, wie sehr ich meinen Schlafsaal vermisse. Ja, wenn man bei seiner Oma wohnt als erwachsener Mann, dann ist das halt auch echt etwas, was man... Ja, da kann man schon mal weinen. Das kann ich verstehen. Und den Riss in der Steinmauer 5 cm links von mir, der aussieht wie ein Frosch. Ja. Yeah. Ich vermisse sogar das Gezanke von Merula und Ismelda. Ich habe versucht, nach Hogwarts zurückzukehren, aber es war nicht mehr dasselbe. Davon habe ich gehört. Ich schätze, du bist hingegangen, weil du Heimweh hattest. Ist das etwa dieses merkwürdige Bauchweh? Ich dachte, ich hätte mir den Magen mit irgendwas verdorben. Nein. Ich glaube, du hast einfach nur Heimweh. Aber dagegen können wir etwas unternehmen. Ich werde dich aufheitern. Ja. Wenn ich nur einmal diesen Spielzeugschimpansen sehe, Leute, raste ich komplett aus. Let's go. Ja, dann heitern wir ihn mal auf. Ich würde jetzt theoretisch irgendeinen Witz nennen. Aber mir fallen keine ein. Was ist rund und rollt um die Ecke? Eine Kugel. Nee, warte, das macht auch keinen. Das ist gar kein Witz. Egal, bis gleich, Leute. So, und da sind wir wieder. Nochmal kommentieren, dann nochmal nicken und dann nochmal erwähnen und dann nochmal wundern. So, jetzt haben wir es geschafft, Leute. Sehr schön. Und kriegen schon wieder eine Bonus-Schokofrosch-Karte. Die nehme ich gerne einsammeln. Weißt du was? Ich fühle mich schon viel besser. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch der Weihnachtsmann. Die ganze Zeit dachte ich, dass Zuhause wäre ein Ort. Aber das stimmt nicht. Zuhause kann alles Mögliche sein. Mit dir zu sprechen hat sich wie ein Zuhause angefühlt. Und jetzt fühle ich mich besser. Toll. Das ist großartig, Barnaby. Können wir die Freundschaft jetzt endlich beenden, bitte? Er hat aufgehört. Zum allerersten Mal heute. Bisher hat er mich ständig abgelenkt. Barnaby, was hast du getan? Wenn ich ehrlich bin, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass du einen Affen bei dir hattest. Aber du musst ihn doch gehört haben. Vielleicht? Ich hatte schon mit vielen ungezogenen Jarvis zu tun. Ich werde mit jedem aufsässigen Geschöpf fertig. Ich habe mich einfach nicht davon stören lassen. Du hast dich nicht davon stören lassen? Während unserer Unterhaltung habe ich dem Affen auch nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Was war es, was Kelle meinte? Ich soll es nicht überdenken. Wer ist Callum? Ein Kollege, aber das ist jetzt unwichtig. Du meintest, dass du den Lärm des Affen ausgeblendet hast, indem du dich einfach nicht davon hast stören lassen? Ja? Ist das eine Fangfrage? Du weißt, dass du mich damit überforderst, Daniel. Ja, das weiß ich. Barnaby, du bist ein Volltrottel, aber ausnahmsweise heute mal ein Genie. Also indirekt. Ist das so? Der Fluch des Affen lässt sich nicht mit einem Zauber brechen, sondern mit unserer Geisteshaltung. Wenn wir ihm die Macht nehmen, uns zu nerven, ist der Spielzeugschimpanse auf einmal machtlos. Das ist auch die Vorgehensweise bei Hogwarts Mystery, was Kritik anbelangt. Er muss er einfach ignorieren, dann sind die Kritiker auch machtlos. Danke für die Erklärung, Hogwarts Mystery. Das war ein Statement. Ich verstehe nicht so ganz, was das bedeuten soll. Aber es freut mich, dass du glücklich bist. Danke, Barnaby. Du hast mir geholfen, diesen Fall zu lösen. Ich sollte dir danken. Endlich kann ich meinen Job genießen und gleichzeitig die Wärme von Hogwarts um mich herum fühlen. Nun, es freut mich, dass ich dir auch helfen konnte. Aber jetzt muss ich zurück an die Arbeit gehen. Ich muss meinem Chef zeigen, dass ich Fortschritte gemacht habe. Oh, Leute. Wir haben endlich diesen Kack-Spielzeugaffen hinter uns gebracht. Allein dafür haben sich die zwei Hauptstory-Aufgaben in dieser Folge gelohnt. Herr Jemine, deinen Erfolg teilen. Callum und ich sind gerade beschäftigt. Ich melde mich bei dir, wenn du zurückkommen kannst. Alles klar. Ja, Leute. Ich hoffe, auch euch da draußen hat die heutige Folge gefallen.
ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, was mein Job noch für Aufgaben mit sich bringt. Und ich bin sehr froh, dass der Schimpanse jetzt endlich, hoffentlich, der Vergangenheit angehört. Wenn ihr das auch seid, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst auch gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle wieder bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!